Jetzt weiß ich, wer das größte Risiko ist. Der Herr von Rossignol. Camille? Sehen Sie nicht, wie er Frau Glavry den Hof macht? Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Soweit ich gesehen habe, ist Herr Rossignol in eine andere Frau verliebt. In eine andere Frau? In eine, mit Verlaub, verheiratete Frau. Und wer ist sie? Also diese Frau ist... Das hat er mir nicht gesagt. Umso besser. Wir werden herausfinden, wer diese dumme Frau ist. Und dann musst ihr sie heiraten. Aber bitte... Heiraten! Und Schluss. Aber was wird dann der Mann von dieser Frau dazu sagen? Dieser Mann wird bestimmt ein alter, vertrotteter Esel sein. Da haben Sie jetzt aber recht. Guten Abend. Danilo, wie schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Sie halten sich ja sonst mit jedem Schritt fern von mir. Ich sehe, dass Sie schon viele Verehrer haben. Wozu brauchen Sie mich dann? Ach ja, ich habe vergessen, dass wir große Feinde sind. Aber ein heldenmütiger Kavalier, der lässt keinen Freiraum. Er greift an. Ich greife gerne an. Aufgeschaut, guck, die Schmucken Reiter, nimm die Seine wohl vom Blut, oder springt weiter? Heio, Mädel, lass ihn nicht, komm als von der Tobi, guck, ich kann nur ins Gesicht, blitzen mit deinen Augen. Mädel schaut und Mädel guckt, als es ihm im Herzen zuckt. Ich bin kein Gänsel.
Abre, hopp und hopp, da ho! Kugel, Kugel, Reiter, reitet, reitet weiter, Kugel, Kugel, reitet uns an. Thank you.
da ist er, Ihr Fächer. Gott sei Dank, der Fächer. Ich gebe ihn Ihnen zur Erinnerung. Ein Geheimnis, das zwischen uns bleiben wird. Geben Sie mir Ihren Stift. Na bitte, jetzt habe ich schriftlich. Ich bin eine anständige Frau. Valenciennes. Mein Freund, Vernunft! Die Sie mich quälen! Ich will, Sie müssen sich vermählen. Sie müssen heute noch mit Mama sprechen. Nun gut, ich tu's. Doch wird das Herz mir brechen. Oh, glauben Sie, es fällt mir schwer, auf Ihre Liebe zu verzichten. Doch muss ich mich so willst ihr streng nach der guten Sitte ich für immer dich verlieren. Sie wollen mich doch nicht kompromittieren. Das will ich nicht, das darf ich nicht. So ist es recht, so hab ich dich lieb. Ich muss dich küssen. Sie machen mich böse. Vergib, vergib mein Leben.
Herr Baron, da ist jemand drinnen. Es ist besetzt. Wer ist da drin? Eine, auch nicht. Los, geh zur Seite. Lass mich sehen. Da ist Herr Rossignol mit einer Frau. Mit einer Frau. Sehr gut. Jetzt schauen wir, wer diese verheiratete Frau ist. Und dann werden wir ihn von hier vertreiben. Furchtbar. Ah, lieber Danilo. Eine Frau ist mit Herr Rossignol entdeckt worden. Entdeckt worden? Aber wer ist sie? Das weiß ich nicht. Sie ist mit ihm in diesem Pavillon. Ich habe sie gehört. Unerhört. Mann, lausch nicht hinter den Türen. Das gehört sich nicht. Die beiden sprechen von einer Hochzeit. Und die Frau? Ich weiß nicht. Ich muss noch mal schauen. Sie haben sich eingeschlossen. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Ich bin ruhig. Hol eine Axt. Schrecklich. Ich muss herausfinden, wer sie ist. Ich wette, das ist die Ehefrau von dummen Prischitsch. Ah, und? Oh, also, nun, dann will ich's mal selbst sehen. Schauen Sie nicht hinein. Aber wer ist sie? Da drinnen ist meine Frau. Ihre Frau? Nein, das ist ganz unmöglich. Ja, meine. Ich bin der dumme Prischitsch. Sie ist der Liebe, habe ihn vom Kamin. Herr Baron, sicherlich irren Sie sich. Öffnet sofort die Tür. Brecht sie. Ai.
Also bitte. Hä? Auf! Gefangen aus von Kopf und Ziel. Hanna und Kani, feuchte Kritiksorgen auf. Hanna und Kani, mein ganz in ganz still. Jetzt bitte sag etwas, wo ist denn meine Frau? Wünschest? Ich wisch, du musst da. Sie ist geschehen, so sprich doch klar. Hanna und Kani, so sei doch endlich still. Ich sah durch eine Dame kurz zuvor. Ich kriegte schnell und Schlüssel. Das war mir gerade nicht der Fall. Ich hab aber traut im Stein. Oder nicht, wie dieser Hedra, die Liebe schwor. Die Gabe, die war ich. Aha, hätt geschworen, es wär meine Frau. Mein Leben kann ich, rede der Frau. Ich mach mich einfach so, was räumt mich rein. Und war der Baron so indiskret, so lauschen und spät beim Schlüssel. Ich drin sagte, so hören Sie an. Jetzt bin ich doch neugierig, was ihr mir sagen wird. Wie eine Rosenquaste im Morgenlicht erblüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeglüht. Das war selten heiraten nie.
hat. Wahrhaftig nur ein Standpunkt, der längst überwunden. Ein Treib und Säule stellt sie sein, doch bald stellt sie ein Treib und ein. Der zählt oft bloß nach schwachen Stunden. Vom europäischen Gleichgewicht, wenn eine sich erhebt, um dem ist bald nicht mehr zu spielen. Der Grund liegt meistens nur darin, es gibt Madame zu sehr sich hin, der Politik erhoffnen Türen. Jawohl, ich schilde nicht zu stark, sie ist etwas faul im Staate Dänemark. Ein flotter Ehestand soll sein, ganz auf Pariser Art. Er sagt, Madame, ich sag, Monsieur, ganz auf Pariser Art. Wir lieben uns, wie sich's versteht, ganz auf Pariser Art. Wo jeder seine Wege geht, ganz auf Pariser Art. Und er sagt, was dort, la-la-la-la-la, macht mir Spaß dort, la-la-la-la-la. Und soll er anders sein, dann spring ich nicht in den Kopf. Getrieben ein grausames Spiel, sie gab ihre Hand einem anderen, und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädigste Dame, Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht, du bist auch nicht besser wie andere, wo
um schwachen, koketten Geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drauf wende? Ha, ha, da täuschest du dich! Im Traube ich nicht daran denke. Das sagte der Prinz und nicht ich. Und weiter, das sagte der Prinz noch. Dann nimm ihn, der sei dich verkündet. Darauf ist er von dannen gegangen. Und das tu ich auch. Oh,
trippel, trippel, trupp. Und mit Hüten, Spaghetten, gehen wir doch auf und ab. Ja, so sind wir sie, Grisette, und man ist ein Kabarett. Entschuldigung, dass ich Sie bei der Arbeit störe. La, la, da, da, so, so. Hier ist ein Brief vom Präsidenten persönlich. Es ist dringend. Lesen Sie, ich kann nicht. Falls wir der 20 Millionen... der Glavary verlieren, droht uns unvermeidlich Staatsbankrott. Bankrott! Was können wir tun? Man muss ihren Patriotismus wecken und dafür sorgen, dass Frau Glavary einen Potvedriner heiratet. Richtig! Graf Danilowitsch, unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Ich sage nur eins. Falls Hanna diesen Camille von Roussillon heiratet, dann werde ich den Rest meines Lebens im Kloster verbringen. Bravo! Das ist ein Patriot! Im Kloster! Hallo! Hallo, Herr Pre... Ja. Ja, selbstverständlich. Na, liebe Grüße auf die... Fr-
In einer Stunde ist er hier. Frau Glavary. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Oh. Ich möchte mit Ihnen über etwas Wichtiges sprechen. Also kurz heraus. Ich verbiete Ihnen, Rosillon zu heiraten. Sie verbieten es? Und warum? Darum. Soll ich Ihnen sagen, warum? Was ist eigentlich los, Anna? Was los ist? Was los ist? Ja, sagen Sie es, wenn Sie den Mut haben. Was denn? Dass Sie mir verbieten, Camille zu heiraten, weil Sie mich lieben. Ich und Pontevedra. Ach ja. Ja, 20 Millionen müssen Milan bleiben und es ernähren. Ich verstehe. Die Heimat darf nicht leiden. Ich habe jedenfalls nicht vor, Herrn von Rossignol zu heiraten. Nein? Nein. Und das heimliche Rendezvous im Pavillon? Ich hatte kein Rendezvous im Pavillon. Das war eine andere Frau. Eine andere Frau? Ja, eine verheiratete Frau. Und um sie aus einer ungünstigen Situation zu retten, habe ich mit ihr getauscht. So ist es und Schluss jetzt. Und warum sagen Sie mir das erst jetzt? Warum? Jetzt öffne endlich deinen Mund und sag mir, dass du mich liebst. Keine Nacht, Herr, es wird und immer wird.
Kommt alle hier, ich habe eine große Neuigkeit. Frau Glavary wird Herrn Camille von Roussillon nicht heiraten. So reden Sie doch. Erzählen Sie. Aber das, was im Pavillon abgelaufen ist? Wie kann eine Frau sich so kompromittieren? Frau Glavary hat sie gar nicht kompromittiert. Sie war dort, um eine andere Frau zu decken. Eine andere Frau? Eine verheiratete Frau. Und wer ist sie? Das weiß ich nicht. Das war sicherlich meine Frau. Aber, lieber Prestige, man hat mich immer einen alten Esel genannt. Was für eine Gemeinheit. Sie sind doch noch so jung. Also, lieber Valenciennes, Frau Glavary wird überhaupt nicht Herr Roussillon heiraten. Gott sei Dank. Weil er hatte in Wahrheit keine Verabredung mit ihr, aber mit einer anderen Frau. Vielleicht mit der, die diesen Fächer verloren hat. Mein Fächer. Dein Fächer. Es war also doch meine Frau. Madame, ich will die Scheidung. Ach was, ich bin schon geschieden. Gnädige Frau, ich bin frei, ledig und geschieden. Wollen Sie nicht mich heiraten? Ich erlaube mir im Namen meines geliebten Pontevedro, um Ihre Hand anzuhalten. Ihr Antrag schmeichelt mir sehr, Herr Baron. Aber leider kann ich unserer Heimat keinen Gefallen tun. Ich muss Ihnen sagen, dass laut Testament meines verstorbenen Mannes ich bei einer erneuten Hochzeit all mein Hab und Gut verlieren werde. Hanna, du hättest dann kein Geld mehr. Nein, nichts. Endlich! Jetzt kann ich es dir sagen, ich liebe dich! Es war doch ohne das Geld. Naja, so ganz stimmt das nicht. Das Testament meines verstorbenen Mannes besagt zwar, dass ich all mein Geld verlieren werde, aber nur deshalb, da es in die Hände meines zukünftigen Mannes übergehen wird. So ist es und Schluss jetzt! Und was ist jetzt mit diesem Fächer. Lies nur, was ich darauf geschrieben habe. Ich bin eine anständige Frau. Bitte verzeih mir. Das habe ich nicht gewusst. Das Studium der Weiber ist hier. Nein, das Welt, doch ein Zähne und Weiber. Und das Weiber. Weiber. Welche Tag und welche Tag.